gucken, was haben wir? Das Gewaltmarsch. Andere Spieler können euch noch immer überbieten. Achso, ja. Jetzt habe ich hier... Dauert das 100 Sekunden, bis es mir gehört. Und andere Spieler könnten mich jetzt überbieten, indem sie 4 Geistliche losschicken. Dann würde ich meine 3 wiederbekommen. Das ist sehr schön. Aber dann würden die die Dinge erhalten. Ich bin überbevölkert. Das ist nicht gut. Das sollte eigentlich jetzt nicht so schräg sein. Doch egal. Gut, was haben wir das? Soldaten bewegen sich doppelt so schnell. Euer Prestige steigert sich um eine Stufe. Also 5 Punkte. Was ist das hier oben? Steinmetze erledigen ihre Arbeit in 40% und Bergleute in 60% herkömmlicher Zeit. Das ist gut. Bergleute sind jetzt so Kohle und Dingens ab. Kohle und Goldarbeiter. Ballistik. Fernangriffe von Musketieren und Kanonieren und Befestigungen richten 33% mehr Schaden an. Diese Eigenschaft brauche ich, um einen Turm zu zerstören, meine ich. Ja, ich hab's ja recht. Meine ich. Zwei Stück noch. Brauche ich nur. Dingens. 8 statt 10. Musketiere. Ich könnte eigentlich schon anfangen, die auszubilden. Und noch 2 gegen die. Komm, so, jetzt sind es genug. Wie man sieht, brauchen wir später auch nicht nur Novizen, wie die heißen, sondern auch noch die Bruder und den Pater. Aber wie man die bekommt, sieht man dann später noch. Mal gucken, was hat denn der? Ist das... Ja, das ist die Mission. Der hat 2 Türme. Hintereinander. Ich muss beide zerstören. Natürlich, ich könnte doch doppelt so viele da hinschicken, aber es wäre etwas sinnlos, weil die Munition reicht einfach nicht so lange. Die Munition ist nach dem ersten Turm unter 50% und reicht somit einfach nicht für den zweiten Turm. Das heißt, ich kann sie, nachdem ich den ersten Turm zerstört habe, gleich wieder zurückschicken. Wie viel habe ich hier schon? Oh, 4 kommen noch. Jetzt sind es genug. Obwohl, ja, fehlen noch 2 Pikiniere. Und ich habe ziemlich wenig Geld. Das ist nicht gut. Mit Hilfe dieser Technologie soll der Rasbun ein leichtes Ziel sein. Gebt Acht! Er versteckt sich in den nördlichen Bergen und scheint gut verteidigt zu sein. Findet einen Weg zu ihm und stattet ihm einen kurzen Besuch ab. Der Drachenorden wird triumphieren. Ja, ich merke gerade, wenn ich hier so kommentiere, dann höre ich viele von den Signalgeräuschen gar nicht mehr, wie zum Beispiel, dass ich eine Technologie erforscht habe. Da bin ich schon froh drüber, dass später alles, was ich tue, hier in dem Bereich auch noch Nachricht erscheint. Okay, da fehlt noch ein Pikinier und eines dort. Geld habe ich genug. Wie viel? Eine Münze fehlt noch. Da kommt sie. Hier wollte ich hin. Geld, das wollte ich mal zeigen. Hier sieht man auch, hier, wo die ausgebildet werden, kann ich auch Anfang verschieben, pausieren oder ganz abbrechen. Ich kann es natürlich auch nach oben und unten verschieben.
Zeit wird auch die Geschwindigkeit wird auch ständig zurückgesetzt. Nervig. Hier sieht man auch jetzt, da Fernkampfwaffen ist 1,5 wie gehabt, aber jetzt nehme ich noch plus 0,5. Weil wegen diesem Ballistikkram. Ich meine, 33% ist ja ein Drittel und ein Drittel von 1,5 ist 0,5. So, dann greife ich mal die an. Und ich fange auch gleich schon mal an, die nächste Einheit an Musketieren in Auftrag zu geben. Zack. Ja. Ich wollte schwere Steuerung. So. Obwohl, falsch, ich brauche ja gar nicht so viele Musketiere. Warte mal, wenn ich hier sehe, ich, wie viel ich habe. Ich habe noch 4 Stück. Wir haben noch 3. Sehr gut. Rückzug. Weil... Ah, noch 50 Cent. Naja gut, selbst wenn... aber nur durch den einen, der jetzt wieder dazugekommen ist. Aber selbst wenn, das sind nur 4 Leute, das würde nicht ausreichen. Jetzt haben sie sich wieder aufgefüllt. Ich hätte jetzt nur nicht dagegen, wenn ja, jetzt steigt auch wieder die Lebensprozentzahl. Und das ist natürlich, dass der hier ja noch keine nicht KI hat, künstliche Intelligenz hat. Kann man es als virtuelle Intelligenz bezeichnen? Ich meine, virtuelle Intelligenz ist ja die vorprogrammierte, wo die nach einem bestimmten Programm muss da handeln. Während virtuelle Intelligenz ja wirklich die ist, die... Ah, kein Wild mehr. Ich kann das auch nicht umstellen, deswegen kann ich natürlich gerade überhaupt nichts machen. Virtuelle Intelligenz ist ja die, die handelt, vorgegeben handelt nach einem bestimmten Prinzip, während künstliche Intelligenz ja wirklich die ist, die je nach dem Verhalten des menschlichen Spielers ja persönliche eigene Entscheidungen trifft. Und das hat er gerade nicht und deswegen kann ich von Glück reden, weil dieser Turm jetzt nicht mehr ausgebessert wird. Sonst müsste ich jetzt nochmal den kaputt machen. Zwei fehlen noch, einer ist unterwegs. Ah ja, Vorrat haben die jetzt. Das sind Produktionsgüter, die sie nicht mehr brauchen, weil ich am Anfang mir angegeben habe, was ich da dann brauchte. Daher lassen die einfach jetzt dort liegen, bis sie vielleicht irgendwann mal wieder brauchen. Gibt ja keinen Grund, die wieder ins Lagerhaus zurückzustellen. Und zack. Jetzt müsste eigentlich der nächste kommen. Jetzt. 2 Münzen fehlen noch, oh Mann. Kupfer und Kohle und Gold ist weg, komplett. Zum Glück reicht's ja noch.